Salvedo des Kibuli des Kibulek und herzlich willkommen zu einem neuen One-Taker. Ich muss jetzt erstmal was loswerden und zwar habe ich nur diese eine SD-Karte gerade in der Kamera und die ist irgendwie falsch formatiert. Was bedeutet, dass er randommäßig die Aufnahme einfach beendet? Was bedeutet, das hier ist auf jeden Fall ein One-Taker. Falls ich jetzt allerdings mich räuspern muss, dann ist meine Stimme im Arsch und ich muss mein hartes Getränk holen, um was zu trinken. Falls es jetzt einen Cut geben wird, bedeutet das nicht, dass ich geschnitten habe, sondern dass die Aufnahme einfach angehalten hat und ich einfach nochmal vor in die Kamera muss und weiter aufnehmen, weiter aufnehmen muss quasi. Naja, soviel zu dem Thema. Oh verdammt, ich habe gerade irgendwie falsch drauf gedrückt hier. So, ich starte den Timer und hoffe, dass die Movie-Aufnahme nicht so schnell beendet ist. Ich muss immer deswegen nach rechts schielen, damit ich sehe, wenn da steht, dass ich Stopp gedrückt wurde. Meine Stimme ist gerade echt ein bisschen im Anus, weil ich gerade aus dem Bett mal wiederkomme und gedacht habe, ich könnte mal einfach anfangen zu reden. Das heutige Thema ist Liebe. Ja, ihr werdet wahrscheinlich schon im Titel lesen, in welche Richtung sich das Video entwickeln wird. Ich weiß es noch nicht. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, über das Thema Liebe zu reden und habe keine Ahnung, wo ich da am Ende irgendwie hingelangen werde, weil das echt ein Thema ist, über das ich stundenlang referieren könnte. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe immer wieder einen Schwanz im Mund. Warum lieben sich Menschen? Ich werde dann wieder was trinken müssen, weil meine Stimme echt mega im Arsch ist. Lassen wir die Fragen auf der Zunge zergehen. Viele Philosophen fragen sich zu Recht, warum lieben sich Menschen? Denn man braucht ja das Gefühl Liebe erstmal nicht. Jetzt mal so zur Fortpflanzung braucht man keine Liebe. Wir können auch rammeln wie Karnickel, das machen auch manche Menschen. Aber ja, generell würde ich sagen, braucht man das Gefühl nicht. Veto, Einspruch. Ich denke, man braucht Liebe. Erstmal um zu erklären, Liebe ist ein Gefühl. Ich würde sogar sagen, das ist das stärkste Gefühl und nicht Hass. Hass ist ungefähr dasselbe wie Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist auf keinen Fall Hass. Denn Hass ist ein Gefühl und Liebe ist ein Gefühl und darum geht es. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich hasse meinen Ex-Freund, dann bedeutet das nicht, dann bedeutet das ja, dass ihr noch Gefühle für ihn habt. Und solange ihr Gefühle für ihn habt, egal ob Hass oder Liebe, gebt ihr ihm auch irgendwie eine gewisse Macht, mit diesen Gefühlen zu spielen. Was bedeutet das Gegenteil von Liebe? Ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Wenn ihr keine Gefühle mehr für euren Ex-Partner habt, dann bedeutet das, das ist das Gegenteil von Liebe. Liebe, Gefühle, Hass, Gefühle. Egal, keine Gefühle. Gleichgültigkeit. Erstmal dazu. Also Hass, also natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass man seinen Partner von Hass auf einmal wieder lieben kann. Das ist auch nochmal ein bisschen ein komplexeres System. Das funktioniert nicht so einfach. Mann, heute habe ich echt mit der Sprache. Ich darf, glaube ich, nicht zu schnell reden. Ja, egal. Warum lieben sich Menschen? Ich denke, Liebe ist evolutionär betrachtet das wichtigste Gefühl, wieso wir heute da sind, wo wir sind als Menschen. Ich würde nämlich sagen, dass wir von den ganzen Spezien auf der Erde schon so das Volk sind, das sich von Liebe am meisten treiben lässt. Und genau deswegen sitze ich jetzt hier in diesem Haus vor der Kamera. Wegen Liebe. Denn es gibt ja einen Spruch, der bedeutet, Liebe macht blind. Und genau das ist der Punkt, warum wir so viel erreicht haben. Warum wir Evolution gestartet haben oder Revolution, je nachdem, wie man das betrachten will. Ich denke, wenn man etwas liebt, etwas liebt, weil das kann ja auch irgendwie sachlich sein oder irgendwelche andere kranken Fetische, dann entwickelt man eine Leidenschaft. Und wenn man eine Leidenschaft für etwas entwickelt, dann wird man unvernünftig. Und unvernünftig ist das wichtigste Wort, ich könnte das jetzt hier fett schreiben, wenn ich irgendwie editieren würde, was ich aber nicht tue, weil es ja ein One-Shot ist. Unvernünftig ist der Aspekt, wieso wir so viel erreicht haben. Als die Glühbirne erfunden wurde und der Typ hat gesagt, so, hey, er geht jetzt zu seinen Kumpels und sagt, hey, ich erfinde jetzt so ein Teil, was durch Strom die Nacht zum Tag werden lässt. Da haben die denen kein High Five gegeben, haben gesagt, hey, mach mal, sondern die werden erstmal ein bisschen, ja, dumm angeschaut haben und gesagt haben, das ist ziemlich unvernünftig, das wird so nicht klappen. Und das ist der Grund, warum er es dann geschafft hat, weil er unvernünftig war. Ich würde sagen, wirklich alles, was jemals erfunden wurde, egal ob das Rad, ob das Feuer machen oder ob es die Glühbirne oder ob es das neue iPhone ist, das entstand alles aus der Unvernünftigkeit, falls das ein Wort ist. Denn das ist ja irgendwie dieses Paradoxe. Ein Mensch will vernünftig sein, aber der Ursprung alles kommt von der Unvernünftigkeit. Etwas zu tun, obwohl man weiß, dass man scheitern wird. Was ja auch irgendwie so im Geist des Menschen tief drin ist, weil er schon von Anfang an versucht zu laufen, obwohl er nicht laufen kann. Und er scheitert tausendmal und macht es trotzdem so lange, bis er es kann. Das bedeutet, jeder Mensch hat das tief in sich drin. Und das ist auch der Grund, warum diese ganze Evolution entstanden ist. Alles, was hier ist, ist
zuerst aus der Unvernunft entstanden, weil man etwas getan hat, obwohl man wusste, das funktioniert nicht. Und das ist quasi Liebe. Liebe macht blind, Liebe macht unvernünftig. Und genau das ist der Grund, warum ich denke, dass Liebe das stärkste und das wichtigste Gefühl der Menschen ist. Und ich freue mich gerade total, dass es noch nicht angehalten hat, das Movie-Dingens da. Denn so brauche ich es nicht zu schneiden. Auf jeden Fall, das ist Liebe. Warum lieben sich Menschen? Ich denke, Menschen lieben sich, weil es notwendig ist, dass wir mal unvernünftig denken. Und bei der Liebe ist es ja auch so. Ich meine, Romeo und Julia zum Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel. Sie haben sich geliebt, obwohl sie eigentlich sich nicht lieben durften. Und sie waren unvernünftig und haben es dann doch am Schluss geschafft und sind beide tot. Ja, das war jetzt wieder ein gutes Beispiel, Tobi. Aber ja, also in der Liebe gibt es natürlich auch so ein paar Beispiele. Aber ich denke, dass Menschen sich lieben, das ist so potenziell wichtig. Das kann man gar nicht beschreiben. Und ich würde sagen, wie lange habe ich bisher gesprochen? Scheiß Screensaver, ich muss irgendwann mal einstellen, dass er nicht dauernd das Screensaver. Ach, erst 5 Minuten. Das ist ja noch gar nichts. Ja, Moment, ich muss kurz was trinken. Meine Stimme ist echt am Abkacken. Man muss dazu sagen, dass das hier aufnehmen, einen Tag nachdem Deutschland Weltmeister geworden ist. Und da habe ich natürlich ein bisschen geschrien gestern. Und deswegen ist meine Stimme auch dementsprechend demoliert. Genau, Liebe. Ganz wichtig. Liebe ist nicht das. Also ist nicht. Liebe ist dasselbe wie Hass, kann man sagen. Und Liebe ist potenziell, existenziell wichtig für uns Menschen. Genau, und ich habe mir überlegt, dass ich das so ein bisschen aufteile, die verschiedenen Videos, dass ich als nächstes vermutlich über das Thema Vertrauen spreche, beziehungsweise über Beziehungen, weil ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man das Wort Vertrauen mal ein bisschen definiert. Ja, und da war der Cut, ne? Außerdem werde ich auch noch über das Thema Beziehungen sprechen, denn Beziehungen sind ein gesellschaftliches Konstrukt, was eigentlich nicht notwendig ist, aber ich will mir da keine Feinde machen, deswegen werde ich das nicht so genau ausformulieren. Jetzt ging es erstmal darum zu definieren, was bedeutet es eigentlich zu lieben. Und ich denke auch, verdammt, kriege ich das jetzt noch hin? Liebe auf den ersten Blick ist nicht möglich. Und warum, das werde ich in der nächsten Folge erzählen, weil ich wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich das nicht in den nächsten 4 Minuten schaffen. Das nächste Thema wird also sein, Liebe auf den ersten Blick, ja oder nein? Und ich sage jetzt schon mal, ich spoilere ein bisschen voraus, ich sage nein und ich erkläre in der nächsten Folge dann auch wieso. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr das sehen wollt, gebt mir einen Daumen hoch und dann gibt es morgen das Liebe auf den ersten Blick Video. Und bis dann, haut rein, euer Race Team.